Finde ich, weiß nicht, keine Ahnung. Und wenn ich dann auch nochmal gucke, die haben halt, einmal, nee, wir machen das anders da, wir gehen mal in die Division rein. Die haben weggemacht, weil sich ja viele, hi, weil sich ja viele bei, ich habe ja Forum gelesen und ich habe es ja angekündigt. Bis fertig. Viel Spaß. Und ich hatte es ja beim letzten Stream angekündigt, dass ich gesagt habe, ich habe ja nachts mal die Foren gelesen und dass ich ja die 10 vs. 10 Spieler massiv über die deutsche Division, gerade über diese zweite Panzergrenadier-Division beschweren, weil halt zu viele Leopard 2A3 da drinnen wären, weil es ja eigentlich nur Infanteriedivision wäre. Eugen hat wohl das gehört und hat einfach mal die Hälfte der Leopard 2A3 weggenommen. Und die Leopard 2A3 sind teurer geworden. Und die Leopard 1A5 sind von 80 auf 100 erhöht worden. Und die Leopard 1A1 sind von 60 auf 80 erhöht worden. So, und wenn man das mal guckt, warum soll denn der Leopard bitte in meinen Augen 100 Punkte kosten, wenn ich mal die Panzer vergleiche? Ich nehme jetzt mal hier einen Leopard 1A5 und nehme mal zum Beispiel T62 MV. Kostet auch 100. So. Der ist wesentlich besser gepanzert. Der hat wesentlich geringere Reichweite, weil der andere ja die Seikos-Rakete hat. Der hat das wesentlich schlechtere MG. Er ist nur ein bisschen schneller am Gelände. Das war's. Aber warum soll denn bitte schon der Leopard 1A500 kosten und der T62 MV auch? Wer will mir denn das erklären? Ja, die Genauigkeit ist etwas höher, die Stabilisation ist besser bei dem Leopard 1A5. Aber dafür hat der andere die wesentlich höhere Reichweite, die bessere Panzerung, die bessere Bewaffnung. Also, verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. So. Und dann, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Eugen Russland-Fanboys sind oder sonst was. Aber die Warschauer Pakteinheiten werden immer besser. Genauso, wenn ich den Leopard 2A3 jetzt nur mal mit dem T80U vergleiche. So, T80U ist der wesentlich bessere Panzer. Der ist schneller, der hat mehr Panzerung, der hat mehr Schaden bei der Mainkanone, der hat die Rakete, der hat ein besseres MG und der hat Autoloader, das heißt, der ist stressresistent und kann immer die gleiche Geschwindigkeit schießen. Kostet aber nur 35 Punkte mehr. Warum kostet denn der Leopard 2A3 bitteschön 270 und der T80U mit den ganzen Vorteilen 35 Punkte? Weil, wenn man das mal jetzt nicht andersherum vergleicht, wenn ich einen T80 BV nehme, der T80 BV hat 2 Punkte weniger Frontpanzerung, 1 Punkt weniger Schaden auf der Mainkanone. Dafür hat er die Rakete wieder mit dem Range-Vorteil, hat das bessere MG, ist gleich schnell, aber. Der ist. Jetzt bin ich so doof zum Rechnen. 45 Punkte günstiger. Als der Leopard 2A3. Wie passt denn das bitte zusammen? Das passt nicht. Das passt hinten und vorne nicht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn ich es verkehrt sehe, schreibt das bitte in die Kommentare. Aber mich riecht das mittlerweile auf bei dem Spiel, dass das als mehr kriegt die NATO einen auf den Deckel, wird immer mehr schlechter, schlechter, schlechter. Und die Warschauer Pakt wird immer besser, besser, besser. So. Und selbst der T80 B, der hat jetzt nur 14 Frontpanzerung. Ist okay, aber der hat trotzdem eine 19er Rakete. Eine 18er Mainkanone ist trotzdem 63 km/h schnell im Gelände und hat das bessere MG, wo man mit auch Hubschrauber bekämpfen kann. Kostet aber satte 70 Punkte weniger. Und wie gesagt, ich verstehe das nicht. Also ich verstehe die Preise von Eugen nicht. Wieso soll denn hier diese Riesenpreisdifferenz sein, dass der T80 BV so viel günstiger ist als der 2A3, aber der T80U kostet nur 35 Punkte mehr als der 2A3. Dann müsst ihr, weil die minimalen Unterschiede sind ja jetzt hier nur die Kanone, hier, ne? Das sind ja minimale Unterschiede. Da muss doch
wenn das 45 Punkte Unterschied zwischen den Panzern sind, muss doch für mein Verständnis sein, auch mindestens 45 Punkte, weil die Werte, wenn man das vergleicht, halt vom Leopard 2R3 zum T80 BV jetzt, dann muss doch der Leopard 2R3 zum T80U auch 45 Punkte Differenz sind, sein mindestens, aber es sind halt 35 nur. So, und dann kommt noch dann das andere, was ich habe jetzt sehr viel Amidex gespielt, aber ich meine, dass das nicht so war. Der M. Heinz Abrahams H. Wo ist er? Das ist der 3P. Wo ist er denn? Bin ich blind da? So, wir nehmen mal den und vergleichen den mal mit dem T80U. So. Der M1 Abrams HA kostet auf einmal 310. Und ich frage mich, warum? Klar, beide haben, also, nee, nicht klar. Beide haben das gleiche Panzerungsmodell. Er hat auf der Mainkanone, der Abrams hat 21, der andere hat 20. Dafür hat er den Autoloader. Die Genauigkeitswerte sind nicht weit auseinander, sind relativ gleich. Aber der T80U ist satte 10 km/h schneller am Gelände. Aber der Abrams ist teurer? Wie soll denn das funktionieren? Warum ist denn der Abrams teurer? Der T80U hat durch die Reflex, also der Vorteile vom T80U gegenüber dem Abrams, der hat die höhere Reichweite durch die Rakete, der ist schneller am Gelände und hat den Autoloader, das heißt, der ist stressresistent. Man kann hier nochmal drüber gehen. Ich kann das hier nochmal zeigen, dass ich keinen Quatsch euch erzähle. Hier kannst du ja selber lesen hier. Der ist stressresistent gegen, also wenn der weiße Balken hochgeht, also der Stress hochgeht, dann schießt ja der Panzer auch immer langsamer. Aber durch den Autoloader haben sie ja, den sie ja beim letzten Patch eingeführt haben, also nicht bei Barcelona davor, ist ja der immun dagegen. Das heißt, er schießt immer in der gleichen Geschwindigkeit. Das heißt, wenn, sagen wir mal, die beiden sich duellieren, der M1 Abrams und er, und die treffen sich gegenseitig mit einem Schuss, dann schießt in dem Moment der Abrams langsamer, aber der T80U nicht. Und dann kommt's, und dann ist es noch so gemacht, dann obendrauf, dass auf einmal der Abrams teurer sein soll als der T80U, obwohl der T80U drei wesentliche Vorteile gegenüber dem Abrams hat. Wie soll das? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Keine Ahnung. Geht nicht in meinen Kopf rein. Warum soll. Ich sehe keinen. Ich schreibe es in die Kommentare. Ich sehe keinen Grund, warum der teurer sein sollte, wenn der andere schneller ist, stressresistent, hat die höhere Reichweite. Und die Panzerung ist gleich. Macht für mich keinen Sinn. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. So. Und das zieht sich jetzt mittlerweile ja durch alle Sachen. Wenn du jetzt einfach nur mal den 240er Abrams nimmst und vergleichst den mal hier mit dem T80B zum Beispiel, na, der kostet satte 40 Punkte weniger, hat drei Frontpanzerungen weniger. Okay, gar keine Frage, ne? Dafür ist der AT80B auch wieder mobiler, hat die höhere Reichweite und die Durchschlagswerte sind gleich und der hat einen Autoloader. Aber warum soll denn der. Was für eine Begründung gibt es denn, bitteschön? Außer, dass die Mainkanone etwas genauer ist und die drei Frontpanzerungen. Das sind die beiden Vorteile beim Abrams in dem Moment. Aber der andere hat ja die Vorteile der höheren Reichweite, höheren Mobilität und Autoloader. Und warum rechtfertigt das dann zwischen den Panzern 40 Punkte Preisunterschied? Wenn ich falsch stehe, korrigiert mich bitte. Schreibt es, wie gesagt, bitte in die Kommentare. Korrigiert mich bitte. Vielleicht bin ich zu kritisch, keine Ahnung. Finde ich. Aber ich finde, es entwickelt sich, es ist auch Early Access, das muss man ja dabei sagen, aber es entwickelt sich halt in meinen Augen komplett in die falsche Richtung. Also alles, also es fühlt sich so ein bisschen mittlerweile hier an, als ob ich World of Tanks spiele und die Russenpanzer sind natürlich nicht die besseren Panzer, aber jeder weiß, dass sie die besseren Panzer sind. Ne? So fühlt sich's an mittlerweile. Und wenn du halt einen 100er Panzer vergleichst, ne?
nochmal zurückzukommen zum Leopard 1A5. Warum sollte der Leopard 1A5 100 Punkte kosten, genauso wie der T62MV? Wenn der T62MV besser gepanzert ist, hat die höhere Reichweite, hat die bessere Main-Kanone, ist ungenauer, okay, hat aber ein besseres Maschinengewehr. Für mich rechtfertigt das aber nicht, dass beide Panzer gleich viel kosten. Ich kann doch nicht dasselbe machen mit dem Leopard 1A5, was ich mit dem T62 machen kann. T62 kann ich hinter der Infanterie irgendwo positionieren, 2800 Meter dahinter. Und kann mit der Rakete wirken und kann noch sogar Hubschrauber abschießen mit dem schweren Maschinengewehr. So. Und dann, das, wie gesagt, es geht ja. Keine Ahnung. Das ist. Ich verstehe es ja nicht. Bestes Beispiel auch hier. Ich bin ja Marder-Fan, ne? Marder 1A3. Ne? 5 Wonderpanzerung. Ich zeige gleich den 1A2. Aber jetzt erstmal mit dem. 5 Wonderpanzerung gegen 4. Okay. Aber dann fängt es schon an. Die BMP-2 haben die wesentlich bessere Main-Kanone. 30 mm, 25 Genauigkeit. Unterdrückungsschaden ist wesentlich höher, worauf es ankommt bei einer Autokanone, dass du halt das Ziel unterdrückst. Dann ist die Concourse-Rakete besser, mehr Schaden, mehr Durchschlag. Mit der Milan kannst du frontal die meisten russischen Panzer nicht durchschlagen. Dafür kann aber die Sykos-Rakete sogar den besten deutschen Panzer, den Leopard 2A3, frontal durchschlagen. Und der Milan, Marder Milan, und die Geschwindigkeiten sind gleich, aber der Marder kostet 50 Punkte und der BMP-2 40. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass der günstiger ist, obwohl der in den wichtigen Kategorien als Feuersupport-Einheit, es ist ja eine Feuersupport-Einheit, so ein Transporter, und da ist er durch die Sykos überlegen gegenüber der, also gegen die Concourse gegenüber der Milan. Wie kann das denn sein, dass das gerechtfertigt ist, dass 10 Punkte Unterschied sind? In meinen Augen nicht gerechtfertigt. Und wenn ich dann den Preis anguckt vom BMP-3 zum Marder 1A3, die gleich kosten, der BMP-3 kostet 50, der Marder kostet 50, Panzerung ist gleich. So, und dann kommt es an, er hat eine Panzerabwehrkanone, 100 mm mit 2400 Meter Reichweite. Das heißt, der kann 1000 Meter weiter schießen als der Marder mit der Kanone und kann den Marder, wenn es zum Duell kommen würde, ohne Probleme rausnehmen. Wenn man jetzt mal die also wenn man jetzt mal die Milan wegdenkt, ne, nur mal so, jetzt nur mal Main-Kanone gegen Main-Kanone, 1000 Meter höhere Reichweite, dann ist es auch noch so, dass die 30 mm gegenüber dem BMP-2 beim BMP-3 nochmal 200 Meter mehr Reichweite hat. Das heißt, selbst die zweite Kanone, die Maschinenkanone, ist besser als beim Marder. Und dann kommt noch dazu, dass die Panzerabwehrrakete zwei Munition mehr hat gegenüber dem BMP-2. Der BMP-2 hat 4 Schuss, BMP-3 hat 6 Schuss. Und gegenüber dem Milan 400 Meter mehr Reichweite. Und dann ist er noch mobiler im Gelände, kosten aber gleich viel. Wie willst du das rechtfertigen? Wie soll das gehen? Der ist gleich gepanzert, ist schneller am Gelände, hat die wesentlich bessere Panzerung, kosten aber gleich Bewaffnung kosten aber gleich viel. So, und wenn ich den Marder 1A2 Milan nehme, der Unterschied zwischen dem Marder 1A2 Milan und dem Marder 1A3 Milan, kann man auch mal drauf eingehen. Ich habe eine Frontpanzerung we weniger, bekomme dafür aber höhere Mobilität. Das heißt 63 km/h und eine etwas weitere Reichweite. So. Das ist ja, das sind die Unterschiede. Und wenn man dann aber jetzt dann nochmal den nimmt und vergleicht mit dem BMP-2, siehe da, die Panzerungswerte sind exakt gleich. Die Concourse-Rakete hat die höhere Reichweite wie der Milan. Der Marder 1A2 Milan ist etwas mobiler. Aber wieso soll der BMP-2 dann trotzdem 10 Punkte günstiger sein, wenn die Concourse besser ist als die Milan? Weil die Concourse halt
die Leopard 2A3 durchschlagen kann. Der kann alles durchschlagen, der BMP 2, sagen wir es meiner so gesagt. Der kann alle Panzer durchschlagen, bis auf den M1A2H. Das ist der einzige Panzer, den er nicht frontal durchschlagen kann. Alles andere kann der BMP 2 frontal durchschlagen. Und der Milan mit den 17 kann das nicht. Weil diese nur 17 AP haben halt, ne? Ja. Verstehe ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich find als NATO-Spieler mich ziemlich verarscht mittlerweile. So, und wenn man, und das zieht sich halt überall durch. Das ist ja überall. Die Modastrelski, wo sind sie? Modastrelski sind nicht die besten Einheiten. Gar keine Frage, ne? Ja, wenn man jetzt den Modastrelski PMP nimmt, ne? Aber ich nehme dann mal einfach als Vergleich, vergleichbare Gruppe ist ja dann der Panzergrenadier. Marder. So. Zwei Mann weniger am Squad. Panzerfaust ist 4 Punkte. Obwohl, warte mal, die haben die günstiger gemacht. Oh, hier haben wir einen Buff bekommen, sehe ich gerade. Nevermind. Die Panzergrenadiere kosten nicht mehr 45. Weil vor Massena waren beide 45. Panzergrenadiere und Modastrelski haben das gleiche gekostet. Gut, dass sie das angepasst haben. Okay, wir haben nicht nur alles genervt gekriegt, es wurde sogar mal was verbessert. Wahnsinn. Wie ist das bei der Aufklärung bei den Spessnats? Q. Jetzt vergleichen mit den Fernspähern. Die kosten gleich viel. Ja, es ist halt, keine Ahnung. Warum muss denn der, also die HK21 bei den Fernspähern ist eine Spezialwaffe für die Fernspäher. Nur die Fernspäher haben diese Waffe, sonst keiner. Das Ding hat aber nur 19% Genauigkeit. Ne? Aber das VSS, der Spessnat, hat 80% Genauigkeit. Und dann kommt noch dazu, die Fernspäher haben nur die Demolition Charge und die Spessnas können aber auch Panzer bekämpfen. Kosten aber trotzdem gleich viel. Ich weiß nicht, ich finde das alles... Oder halt auch, wenn ich mal nehme, das ist ja der neue Aufklärungspanzer der neuen Division. So, wenn ich das aber auch nochmal vergleiche. Beide exzellente Optiken. Der Green Archer ist etwas schneller am Gelände. Aber der andere hat hat wenigstens irgendeine Bewaffnung halt auch. Und der Rest ist gleich exzellent mittelmäßig. Warum kostet aber dann der Green Archer nicht 30 Punkte anstatt 50 Punkte? Weil im Vergleich zu den anderen Sachen ist das ja... Also die Preisspannen zwischen den verschiedenen Einheiten verstehe ich halt überhaupt gar nicht. So, wenn ich jetzt... das interessiert mich jetzt auch nochmal, wenn ich jetzt die Hauptwitze nehme... Achso, zu der sage ich auch gleich nochmal was. So, wenn ich jetzt die 152 mm mit der 155 mm vergleiche. Ja, also, das erste, was mir auffällt, 152 mm gegen 155 mm. Es sind zwar nur 3 mm Unterschied, aber der Unterdrückungsschaden, HE-Schaden ist alles gleich. Der einzige Unterschied ist in der Reichweite. Dafür kann die Haubitze angeblich... Die 152 mm, obwohl es halt nur 3 mm Unterschied sind, das Geschoss wiegt genauso gleich, weil man kann ja sagen, der HE-Schaden ist auch gleich, also wiegt auch das Geschoss gleich beim Nachladen, aber die Feuerrate ist höher beim russischen Geschütz. Aber es liegen 30 Punkte zwischen beiden Geschützen. Der eine hat kann wesentlich weiter schießen als der andere, dafür kann der andere wesentlich schneller schießen als der andere. Und das rechtfertigt aber 30 Punkte Unterschied, verstehe ich nicht. Und jetzt nochmal zu den also, das ist ja das beste Geschütz, was die neue Division bekommen hat. Der Territorial Commando Süd ist ja das hier. Und das beste Geschütz, was die neue Division auf der russischen Seite bekommen hat, ist das hier.
Wieso hat denn die Reserveeinheit oder die Bezirk Erfurt Einheit auf einmal eine bekommen eine gepanzerte Haubitze, die eigentlich über die ganze Map schießen kann, und die anderen haben gar nichts? Weil das Ding ist ja, wenn sie sich an historischen Sachen und das begründen, es war historisch so, ne? Da will ich ja nur mal einwerfen, warum haben wir dann kein Leopard 2A4? Das muss man ja auch nochmal sagen. Weil der Leopard 2A4 wurde ab 1985 gebaut. Und der war schon fast komplett ausgeliefert bis 1989, weil das Spiel spielt ja 1984. Und ich verstehe auch nicht, warum der Leopard 2A4 deswegen nicht im Spiel ist. Weil ich suche das gerade raus, damit ihr das seht, dass ich keinen Scheiß erzähle. Ich suche das raus. Hier, Hauptbildschirm. Da habt ihr es. Übersicht der Produktionszahlen der Bundeswehr. 2A4. Da. Das sind die verschiedenen Lose. Das erste Los wurde gebaut von 1985 bis 1987. 370 Stück. Das ist auch noch die höchste Menge. Dann 1988 bis 1981 nochmal 150 Stück. Und ab 1989 bis halt 1990 in Anführungsstrichen 100. Aber der Großteil der Leopard 2A4 wurden in dem Zeitraum, wo das Spiel spielt, ausgeliefert. Der Leopard 2A3 wurde wesentlich weniger produziert, 300 Stück in den Jahren 1984 bis 1985. Wir kriegen nicht unseren Leopard 2A4 im Spiel, der wesentlich besser ist als 2A3, weil der Leopard 2A4 hat nämlich die Panzerungsaufwertung. Hier, ich kann das ja mal kurz aufmachen lassen. Ja, also der Leopard 2A4 hat eine wesentlich bessere Kampfaufwertung bekommen wie der Leopard 2A3. So. Wenn ich jetzt wieder zurückstelle, weil nur mal so, dass er das versteht, warum mich das aufregt. Wir kriegen noch nicht mal unseren 2A4, den es tatsächlich so in den Stückzahlen gab, dass man es halt rechtfertigen könnte, dass das Spiel existiert. Aber die Russen kriegen mit der Begründung aus den Patch Notes den Alligator AT, hier, den hier, bekommt die russische Seite, weil 1989 drei Prototypen gebaut worden sind. Der T-Leopard 2A4 wurde fast vollständig bis 1989 ausgeliefert, der ist nicht im Spiel, aber ein Prototyp, der dreimal gebaut worden ist 1989, der ist im Spiel. Wem willst du denn das erklären? Ja. Ah. Ist halt, keine Ahnung. Also, wie sich Wano entwickelt, welche Richtung das Ganze geht, ist halt echt. Ja. Nicht gut. Nicht gut.